so groß wie Ameisen. Die Menschen, sie könnten Laterne sein. Ich hab ein Flugzeug und das kriegt mich sicher hoch über den Wolken dahin. Im Sonnenschein glänzen all die Instrumente. Nur was seh ich da? Oh, kein Benzin! Hey, hey! Wir stürzen ab! Willkommen im Naturkindergarten Föhr. Die nächsten 30 Minuten laden wir Sie und Euch ganz herzlich ein, diese etwas andere Kindergartenform kennenzulernen und in das Abenteuer Kindergarten ohne Tür und Wände einzusteigen. Jeder Kindergartentag beginnt mit einem Morgenkreis und dann geht es los. Wir brauchen Holz und einen Stock. Auf anderes haben wir keinen Bock. Fideralala, fideralala, fideralala. Der Kindergarten unternimmt regelmäßig Ausflüge auf der Insel, sowie hier der Ausflug zur Igelstation. Je nach Wetter, Jahreszeit und Entfernung mal mit dem Linienbus, mal zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Besondere Höhepunkte im Kindergartenjahr sind sicherlich die größeren Ausflüge, wie beispielsweise ein Theaterbesuch in Husum oder eine Wattwanderung nach Amrum. Im Naturkindergarten Föhr werden 20 Kinder von 2 Erzieherinnen betreut. Zur Zeit der Aufnahmen für diesen Film besucht auch ein Integrationskind den Kindergarten, wodurch eine weitere Betreuungsperson dabei ist. Ansonsten wird das Betreuungsteam immer wieder durch Praktikanten und Praktikantinnen erweitert. Gefrühstückt wird gemeinsam um etwa 10 Uhr. Je nach Wetterlage und Jahreszeit wird hierzu der schützende Wald oder ein wärmendes, sonniges Plätzchen ausgesucht.
zu Ende geh ich in mein Zuckerhaus. Füll mich ein mit Zuckerwatte und häng mir manchmal aus. Wenn's Tapeten gibt aus Esspapier und Schränke aus Lakritz. Einen Tisch aus Schokolade, aus Marzipan der Sitz. Und dann schließ ich meine Augen und ich träume dann davon, wie es wär im Zuckerland. Wo Naschen nicht verboten ist, ja jeder kriegt was ab, es wird geteilt. Und das ist toll im Zuckerland. Zum Frühstück gibt es Mäusespeck und mittags einen Schokokuss. Den Dauerlutscher lutsch ich gern, plopp, da ist der Futsch. Abends stehen 10 Gummiteufel an meinem Bett stumm rum. Ich ess einen nach dem anderen und dreh mich wieder rum. Und dann schließ ich meine Augen und ich träume dann davon, wie es wär im Zuckerland. Wo Naschen nicht verboten ist, ja jeder kriegt was ab, es wird geteilt. Und das ist toll im Zuckerland. An einem ganz normalen Kindergartentag treffen sich die Kinder um 8.30 Uhr am Treffpunkt und gehen nach dem Morgenkreis zum Kindergartenplatz. Das weitläufige Gelände bietet genügend Platz und genügend abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten. So kann beispielsweise in der Kuhle gebuddelt, auf Bäume geklettert oder mit richtigem Werkzeug das ein oder andere gebaut werden. Die vertrauten 4 Wände des Naturkindergartens ist der Bauwagen. Er beherbergt alles, was die Kinder und Erzieherinnen für einen schönen, abwechslungsreichen Kindergartentag brauchen. So findet man hier, um nur einige Dinge zu nennen, Werkzeuge aller Art, Schaufeln und Schnitzmesser, aber auch Mal- und Bastelutensilien, sowie verschiedene Bilder und Bestimmungsbücher. Zudem dient der Bauwagen auch als kurzzeitiger Zufluchtsort für die ganze Kindergartengruppe bei sehr regnerischem oder kaltem Wetter. Großer Vorteil des Bauwagens: er ist mobil. Und so zieht damit in jedem Frühjahr der Kindergarten für circa 6 Wochen an einen anderen strandnahen Platz auf der Insel. Zum einen, damit die Kinder auch einmal ein anderes Fleckchen ihrer Insel genauer kennenlernen, und zum anderen, um in dieser Zeit ausgiebig Strand und Watt erkunden zu können. Die Kinder lernen im Kindergarten mit der Natur zu leben und werden mit den natürlichen Gegebenheiten des Waldes vertraut. Sie lernen Rücksicht zu nehmen auf Tiere und Pflanzen und werden dadurch für das Thema Naturschutz sensibilisiert. Besondere Fundstücke werden mitgenommen oder im Bauwagen aufgehoben.
Hat jetzt hier die Raben und die Vögel haben da dran gegessen. Achtlos in den Wald geworfener Müll wird in einem Mülleimer gesammelt, der immer im Waldwagen mitgenommen wird. Ich bin ein Eskimo, mir war auf kalt am Po. Seit ich lange Unterhosen trage, bin ich richtig froh. Im Winter wird's mir kalt und ich schreie halt, wenn der Eisbär sich in meine langen Unterhosen krallt. Denn das sind meine, ich kauf dir selber eine, bist doch groß genug. Nun lass doch diesen Unfug. Wir leben auf dem Pol und fühlen uns hier wohl. Jeder weiß, dass er die langen Unterhosen tragen soll. Da ist der Pinguin und der ist unverschämt. Will ohne mich zu fragen meine Unterhosen haben. Das sind meine, kauf dir selber eine, bist doch groß genug. Nun lass doch diesen Unfug. Meine, ich kauf dir selber eine, bist doch groß genug. Nun lass doch diesen Unfug. Bevor sich die Gruppe wieder aufmacht in Richtung Treffpunkt, wird noch gesungen, eine Geschichte erzählt, ein Spiel gespielt oder Geburtstag gefeiert. Bitte, er muss das alleine entscheiden, müsste ich sagen, im Geld. Das muss er ganz alleine wissen. Braun, ja. Ja, genau. Das ist doch schön naturmäßig. Braun, klasse. Und so, das habe ich auch gemacht. Ja, guck mal. Ich habe alles Geld. Zwei Portemonnaies. Ich habe ein grünes. Welches Lied dürfen wir dir denn singen, Rosa? Ich. Nee, du nicht. Wer Geburtstag hat. So. Heute kann es regnen oder am Fenster heute Morgen. Sie haben's geflüstert, jetzt weiß ich's genau. Der Felix hat Geburtstag, darum der Radau. Der Felix hat Geburtstag, darum der Radau. Gegen 12 Uhr gehen die Kinder dann wieder zum Treffpunkt und können dort bis spätestens 12.30 Uhr abgeholt werden. Ein paar Worte noch zur Ausrüstung der Kinder. Jedes Kind hat einen gut sitzenden Rucksack, den es auf Ausflügen auch nur längere Strecken tragen muss. Im Rucksack befinden sich das Frühstück, Trinkflasche im Sommer und im Winter eine Thermoskanne mit einem warmen Getränk. Außerdem hat jedes Kind eine kleine Isomatte dabei. Je nach Witterung müssen auch noch die Regensachen Platz im Rucksack finden.
Im Rucksack der Erzieherinnen findet sich zusätzlich noch alles für Notfälle: Handy, Telefonnummern von Eltern, Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr. Zudem noch ein Erste-Hilfe-Koffer, Toilettenpapier und kleine Schaufel. Sehr wichtig für ein Naturkindergartenkind ist eine der Jahreszeit angemessene wetterfeste Bekleidung. Am besten hat sich dabei der Zwiebellook bewährt, das heißt mehrere Schichten übereinander, gegebenenfalls aus- oder angezogen werden können. Ansonsten gilt der Leitspruch: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und so ein richtiger Regentag macht doch nur wirklich Spaß, wenn man in Pfützen springen und im Matsch buddeln darf. Thank you.
Einmal im Jahr zieht der Bauwagen also für 6 Wochen um. Zum Beispiel zu den Piraten nach Utterson. Wo das Land zu Ende ist, da sind wir zu Haus. Und unsere Heimat ist das Meer. Auf allen Wellenbergen, da kennen wir uns aus. Wassertrick und nichts ist zu schwer. Segel gesetzt, wir wollen reisen. Der Horizont ist unser Ziel. Nur wer nichts erleben will, der bleibt schön zu Haus. Doch wir wollen Abenteuer. Volle Kraft voraus! In die Segel greift der Wind und trägt uns mit sich fort. Schiff zu irgendeinem fremden Strand. Hoch in den Lüften kreist der Adler und gleitet so wie wir im Wind. Nur wer nichts erleben will, der bleibt schön zu Haus. Doch wir wollen Abenteuer. Volle Kraft voraus! Der Film konnte sicherlich nicht alle Facetten des Naturkindergartens beleuchten. So mied unser Kameramann beispielsweise die typischen Regenszenen, an denen die Kinder begeistert an ihrem Wasserfall arbeiten. Es wurde versucht, die Stimmung des Naturkindergartens durch alle Jahreszeiten hindurch einzufangen und darzustellen. Enden möchten wir mit folgendem Leitsatz, der das pädagogische Hauptanliegen der Erzieherinnen ausdrückt. Das Kind begleiten, ein glücklicher, selbstständiger Mensch zu werden, der seine Individualität und Persönlichkeit entfalten darf. Du, lieber Gott im Himmel, hast mich bewacht. Du schicktest deinen Engel, der wacht bei mir. Du, lieber Gott im Himmel, hab Dank dafür. Amen.